Nun kommen wir zum Kern des Ganzen, Sinus und Cosinus. So ein rechtwinkliges Dreieck. A, B, C, ein rechter Winkel. Dessen Seitenverhältnisse sind bestimmt, wenn ich einen einzigen Winkel kenne. Wenn ich Alpha weiß, ist klar, was alle Seitenverhältnisse sein müssen. Das Dreieck kann zwar ein bisschen größer sein, oder auch ganz viel größer oder kleiner, aber die Seitenverhältnisse müssen alle dieselben sein. Wenn ich einen Winkel kenne, Alpha, dann kenne ich sowieso auch Beta. Wenn die Alpha kennen oder wenn sie Beta kennen. Und nun gibt man diesen Seitenverhältnissen besondere Namen. Die Seitenverhältnisse im rechtwinkligen Dreieck. Nämlich der Sinus, Sinn, der Sinus Alpha ist A durch C. Das merkt sich kein Mensch so, sondern das merkt man sich als Gegenkathete durch Hypotenuse. Der Winkel Alpha gegenüber liegt A. Die Hypotenuse ist C. Der Sinus misst Gegenkathete durch Hypotenuse. Der Cosinus von diesem Winkel misst das Analoge aber für die anliegende Kathete, für B. B durch C oder wie man sich das merkt, die Ankathete durch die Hypotenuse. Ich sollte hier vielleicht sagen, die Gegenkathete von Alpha und hier die Ankathete von Alpha. Die Gegenkathete von Alpha ist aber die Ankathete von Beta. Wenn Sie sich das aus Sicht von Beta angucken, A liegt entfernt von Alpha, aber liegt an Beta. Das heißt, dieses hier ist gleichzeitig die Ankathete von Beta durch die Hypotenuse. Und für Ankathete durch Hypotenuse habe ich einen anderen Begriff. Das ist also der Cosinus von Beta. Wenn Sie den Sinus von dem einen Winkel nehmen, haben Sie den Cosinus von dem anderen Winkel. Hier unten natürlich das Analoge. Die Ankathete von Alpha, B, ist die Gegenkathete von Beta. Aber Gegenkathete durch Hypotenuse ist der Sinus. Jetzt natürlich der Sinus von Beta. Also der Sinus vom einen ist der Cosinus vom anderen. So hängen Sinus und Cosinus zusammen. Zwei Kompagnons sozusagen. Und dann haben wir noch zwei weitere Kompagnons, den Tangens und den Kotangens. Der Tangens von dem Winkel Alpha. Jetzt bilde ich Seitenverhältnisse der Katheten. A durch B ist der Tangens. A durch B. Das heißt die Gegenkathete von Alpha durch die Ankathete von Alpha. Und dann gibt es auch den Kotangens Alpha. Das ist das Gegenteil. B durch A. Die Ankathete durch die Gegenkathete. Wie können Sie das mit dem Tangens ausdrücken? Wenn der Tangens gleich 3/4 ist, was muss dann der Kotangens sein? 4/3, offensichtlich, nicht? Gegenkathete, Ankathete, Ankathete, Gegenkathete. Also der Kehrwert von Tangens. Gegenkathete durch Ankathete. Wenn ich Beta nehme, habe ich wieder vertauschte Rollen. Das ist Ankathete Beta. Die Gegenkathete zu Alpha ist die Ankathete von Beta. Und die Ankathete zu Alpha ist die Gegenkathete von Beta. Dies ist also der Kotangens von Beta und der Kotangens von Alpha ist demzufolge bla 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 der Tangens von Beta oder, wie hängt das mit dem Kotangens zusammen von Beta? 1 durch, genau, weil der Tangens immer der Kehrwert vom Kotangens und umgekehrt ist. Bitte nicht Formeln auswendig lernen, sondern den groben Gestus hier verstehen. Der Sinus, Gegenkathete durch Hypotenuse. Wir fangen immer mit der Gegenkathete an. Gegenkathete durch Hypotenuse ist der Sinus. Der Cosinus macht mit der Ankathete weiter. Der Tangens ist das Verhältnis der Katheten, wieder mit der Gegenkathete angefangen. Der Kotangens tauscht Gegenkathete und Ankathete aus. Es gibt noch eine weitere Variante, wenn Sie hier die Kehrwerte bilden, den Sekans, aber den verwendet keiner ernsthaft. Also nicht wundern, wenn Sie noch einen finden. Aber typischerweise hat man Sinus, Cosinus, Tangens. Kotangens brauchen Sie auch nicht, das ist ja einfach der Kehrwert vom Tangens. Das ist auch eigentlich Pipifax, den Kotangens einzuführen. Der Pythagoras wirkt sich noch aus. Der Pythagoras sagt, a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat. Das gucken wir uns noch an. Also der Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck, Länge der einen Kathete ins Quadrat plus Länge der anderen ins Quadrat ist gleich Länge der Hypotenuse ins Quadrat. Gucken wir uns mal an, was das heißt. Wenn ich jetzt Folgendes bilde, den Sinus von Alpha ins Quadrat. Schulmäßig schreibt man den dann gerne als Sinusquadrat von Alpha, was aber für Profimathematiker ein bisschen haarsträubend aussieht. Ich bleibe trotzdem mal dabei. Das soll heißen, Sinus nehmen und dann quadrieren. Wenn Sie das ausrechnen, das Quadrat vom Sinus und dann das Quadrat vom Cosinus. Gucken wir uns das an. Der Sinus
Gegenkathete durch Hypotenuse, a durch c, ich will quadrieren, a Quadrat durch c Quadrat, plus der Kosinus. Ankathete durch Hypotenuse, b durch c, ich will quadrieren, b Quadrat durch c Quadrat, das können wir nett auf einen Bruchstrich bringen, Hauptnenner c Quadrat, a Quadrat plus b Quadrat durch c Quadrat, und das ist wegen Pythagoras ist das c Quadrat durch c Quadrat. Und das macht 1, ja. Das ist die Folge von Pythagoras für Sinus und Kosinus. Eine der vielen Folgen. Wenn Sie den Sinus quadrieren und den Kosinus quadrieren, bekommen Sie 1 raus in der Summe. Das heißt, ich kann also auch den Kosinus nett berechnen, wenn ich den Sinus habe. Problem ist das Vorzeichen, das muss man sich noch überlegen. Aber wenn Sie den Sinus eines Winkels haben, kriegen Sie damit den Kosinus raus. Bis auf das Vorzeichen, weil hier Kosinus Quadrat vorkommt und Sie wissen dann erstmal nicht, muss das eine positive oder eine negative Zahl sein.